dunklere Nächte. Das passt halt irgendwie auch zu Halloween, deswegen lasse ich das mal an. Gehen wir dann am Ende nochmal da, wo wir zuletzt waren, in den Dämmerwald. Aber das dauert noch. Können wir nochmal eins trinken? Ich habe gesagt, wir können nochmal eins trinken. Das geht nicht. Okay. Hört auf, den Fragen auszuweichen, Quincy. Ich weiß, dass der Dieb mit der Kiste hier war. Der Inhalt der Kiste ist sehr gefährlich und er gehört in einen sicheren Tresor, nicht in die Hände irgendeines wohlhabenden, aber unwissenden Sammlers. Werdet ihr wohl leiser sprechen? Ich versuche hier Geschäfte zu machen. Wenn ihr bereit wärt, diese ganze Kistengeschichte einfach zu vergessen, dann könnte ich einen guten Brauch für ein paar gerade frisch aus Uldum eingetroffene Dinge machen. Wenn die Wachen bei euch vorbeischauen, habt ihr bestimmt keinerlei Probleme, ihnen zu erklären, wie ihr in den Besitz dieser Artefakte aus Uldum oder dieses hübschen Bildes hier gekommen seid. Da bin ich mir ganz sicher. In Ordnung. Kann sein, dass ich ihm den Namen von einem Privatsammler gegeben habe, der sich für den Inhalt der Kiste interessiert. Das ist ein Anfang. Und was ist mit euch neuen Ankömmling? Ihr werdet doch nicht hier, wenn ihr nicht auch hinter dieser Kiste her wärt. Was kann ich für euch tun? Endlich hat mir Messerschmied mal etwas gegeben, womit ich arbeiten kann. Bevor ich diese Information herausrücke, werde ich wissen, für wen ihr arbeitet. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich arbeite für niemanden. So gesehen. Ich wäre vorsichtig mit allem, die sich als rechtmäßige Besitzer der Kiste und ihres Inhalts ausgeben. Hat man euch nicht vor der Gefahr gewarnt? Hier ist eine bessere Idee. Lasst uns zusammenarbeiten, um die Kiste zurückzuholen und sicherzugehen, dass ihr Inhalt niemanden schadet. Um uns selbst zu schützen, werden wir ein Gebräu benötigen, das aus einigen Ingredienzien besteht, die in der Stadt zu finden sind. Kauft etwas seltsamen Staub bei einem Verzauberungskunsthändler, besorgt euch ein paar Fiolen von einem Alchemisten und sammelt ein paar Blutnesseln in den Feldern nördlich der Stadt. Man sieht sich. Ich weiß nicht, wo man seltsamen Staub kaufen kann. Das habe ich letztens versucht, da wo es eigentlich sein sollte, aber da war es das nicht mehr. Fand ich ein bisschen seltsam. Seltsam fand die Stadt. Obwohl, hier wird es ja angezeigt eigentlich. Was haben wir hier? Stinkbomben. Ja, die Horde wirft mit Stinkbomben auf uns. Das finde ich nicht sehr nett. Okay. Flühnchen sammeln, genau. Ich muss ein paar Flühnchen sammeln. Beste Deutsch, wo überhaupt hier gibt. La 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 la. Ja, kann was länger dauern, das Event. Das heißt, so 2-3 Folgen wird es bestimmt sein. Also 2 auf jeden Fall. Vielleicht auch 3, wer weiß. Wer weiß. Und dann wollen wir jetzt mal zur 1. Direkt zu 1. Oder? Ich glaube schon. Okay, mal gucken. Mal gucken. Freue mich ja schon, wenn wir fliegen können. Das wird cool. Und ich freue mich, wenn wir hier Eis, der gefrorene Kugel bekommen. Die macht gut Schaden, soweit ich das in Erinnerung habe. Guter Mage. Meine Freunde, guter Mage. Okay. Gibt's hier irgendwas? Vermutlich, ne? Ist der Dämmerwald noch
Ja. Ist nur ausgewählt. Soll auch so bleiben, damit ich. Müssen wir hier schon rein? Ich glaube, das kam erst später. Oder ist das gerade was anderes? Vermutlich einer der Händler. Reagenzien. Was kann ich für euch tun? Löschpulver. Da haben wir. Ne, wir brauchen kein Löschpulver. Wir brauchen seltsamer Staub. Nö. Du hast kein seltsamer Staub. Hallo? Verbände gibt's auch so gesehen gar nicht mehr. Sein. Dann kann ich keinen seltsamen Staub kaufen. Muss ich das echt im AH kaufen oder was? Das ist ja irgendwie hier. Der hat auch keine Kristallfiole, das heißt, ich guck mal hier. Ansonsten gucke ich da. Und wenn ich das nicht finde, muss ich halt ins Auktionshaus 20, 30 Gold ausgeben. Guck mal den hüpfenden Paladin an. Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, der ist ein bisschen Ballerballer in der Birne. Okay. Machen wir einfach weiter hier. Dip, 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 dip. Ich kaufe und handle. Ne, die haben nur noch Leuchtpulver, was soll das? Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Der hat wenigstens eine Kristallfiole, muss ich den Scheiß nicht kaufen. Ach, hier gibt's gar keine. Aber der zeigt mal nicht an, wo es zu kaufen gibt, seltsamer Staub. Wahrscheinlich gibt es das wirklich nur aus, ja, wenn du die Sachen hier platt machst. Ihr wisst schon, was ich meine. Nun gut. 11 Gold geht ja. Das ist in Ordnung. Das ist zwar nicht unbedingt wert, aber hey, wir haben ja noch ein bisschen Gold und wenn nicht, dann schicke ich mal nochmal Gold. 100.000, 200.000, 300.000, das ist mir egal. Schicke ich mir alles rüber. Im Notfall. Denn im Notfall frisst der Teufel Fliegen. Wobei ich nicht glaube, dass er jemals einen Notfall hätte und Fliegen fressen müsste. Oder in der Not frisst der Teufel Fliegen, aber ich glaube nicht, dass er das jemals tun müsste. Dann doch mal lieber eine Menschenseele oder so. So eine Menschenseele steckt man sich ja auch recht schnell weg. Ja. Ja, kann man so sagen. Was machen Sachen? Schönen guten Tag. Habt ihr alle Ingredienzien erhalten? Ja, hab ich. Manchmal denke ich, dass ich meinen Vater in der Alchemie hätte folgen sollen. Dieses Gebräu sollten uns vor den schlimmsten Auswirkungen, die das Tragen und die Handhabung der Kiste mit sich bringen, schützen. Wohl bekommt's. Künstler zufolge ist der Sammler, der die Kiste haben will, niemand anderes als der wahnsinnige Erzmagier Zylem aus Achara. Der treue Diener des Erzmagiers soll sich mit dem Mann, der die Kiste hat, in den Katakomben unterhalb der Kathedrale des Lichts treffen. Ihr müsst euch rechtzeitig dort einfinden, um den Austausch zu verhindern und die Kiste in euren Besitz zu bringen, bevor sie für immer an Zylem verloren ist. Trefft mich im goldenen Fass, sobald ihr die Kiste habt. Schönen Tag auch. Braucht ihr Hilfe? Na, das machen wir, aber vorher werde ich den ganzen Müll hier mal verkaufen. Ja, die sind die Seelen gebunden, ja, sind sie. Das heißt, ich kann eigentlich nichts damit anfangen, aber. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Kann weg. Seid vorsichtig. Weg mit dem Müll. Okay, könnten auch 4 Folgen werden, aber ich glaube eher nicht. Das Event hier geht jetzt relativ schnell. Also, die Questreihe ist hier relativ schnell fertig. Und der Rest ist halt der Rest.
Ach ja, stimmt. Um in die Katakomben zu kommen, müssen wir in die Kathedrale rein. Das sollte passen. Und dann hier runter und dann hat sich das. Die Katakomben. Hier sind auf jeden Fall tote Bandenmitglieder. Erzmage Asylum verhandelt nicht mit solchen wie euch, Rüpel. Es wird keine Bezahlung geben. Was ist das? Ein Eindringling? Dann wollen wir doch mal sehen, was die Artefakte in dieser Kiste so alles können. Ja, das wollen wir sehen. Das war nicht vorgesehen. Kranken aus dunkler Macht tanzen um die Kiste, aber es gibt keine Spur von Sanat Limyo. Könnt die Kiste jetzt an euch nehmen und zu eurem Auftraggeber zurückkehren. Endlich habt ihr die Kiste gefunden, die Anson euch ausgeschickt hat, zurückzuholen. Scheint allerdings, dass die Warnungen des Archäologenlehrlings korrekt waren. Es besteht kein Zweifel, dass euer Auftraggeber euch bezüglich der Gefahren dieser Auftrags angelogen hat. Wollt ihr ihm die Kiste wirklich übergeben oder wollt ihr sie lieber Hudson Barnes geben, der glaubt, dass es besser wäre, den Inhalt der Kiste sicher zu verwahren? Wir geben sie dem Hudson. Ich habe die sonst immer dem Auftraggeber gegeben, weil ich die Questtexte auch nie gelesen habe. Ja. Geben wir jetzt mal richtigerweise natürlich dem Archäologen, Lehrling, damit er die sicher aufbewahrt. Hoffentlich. Damit da kein Scheiß mit passiert. Weil das wäre ja sonst ein bisschen dumpf. Das wäre es. Und wir könnten ja mal wieder hier ein Schlückchen trinken. Und ja. Der war ja im Zwergendistrikt. Was haben wir hier? Was jetzt? Achso. Ist der nicht da? Wo der sonst immer war? Wollen wir mal gucken, ob uns der Questmarker verarschen will. Oder muss ich den anderen Hudson Barnes eine Kopie von ihm? Anscheinend. Dann gehen wir zur Kopie von ihm. Soll mir recht sein. Ups. Nee, dafür muss ich wohl aus dieser kleinen Gasse raus. Ich habe kein Problem zu stinken, Leute. Kann man ins Wasser springen. Vielleicht hilft das ja. Nun gut, dann halt zur Kopie von ihm. Ich weiß auch nicht. Wenn er zweimal da ist, dann ist er zweimal da. Ist er hier in dem Haus? Ja. Wie geht's? Habt ihr die Kiste wie besprochen dabei? Ah, ihr habt es also geschafft, die Kiste zu bekommen, bevor Erzmagier Asylums Mann sie aus der Stadt schaffen konnte. Exzellent. Man sieht sich. Ich weiß, das wird euch wie Verrat erscheinen, aber Herr Hastinger hat mir das Angebot gemacht, das ich einfach nicht abzulehnen kann. Tut mir leid, Sokora. Es ist gut, euch wiederzusehen. Ach Mann, der hat uns verarscht. Alles klar. Jetzt habe ich das Haus jetzt zum dritten Mal. Ah, ich habe es jetzt nicht gelesen, sorry. Ja, ist auch nicht so wichtig. Das heißt, das sind alles irgendwie.
Toll, der ist jetzt tot, weil ihr dumm seid. Weil ihr mich verraten habt.